Joy Fleming war vielleicht die beste deutsche Soul-Sängerin. Man braucht die Bühne, egal wie alt man ist. Und sie war die erste, die hierzulande gesungene Mundart salonfähig gemacht hat. Ich habe eine neue LP gemacht, live in München, mit einer Duftengruppe. Und da ist auch ein Dialekttitel dabei. Hör mal her, was ich da jetzt sagen will. Das ist eine kleine Geschichte von gestern Morgen. Mein Alter kommt mal zu mir her und sagt, hör mal her, Aldi. Mannheim hat sich sehr verändert, aber ich liebe mein Mannheim. Wenn wir auch Dialekt schwitzen, wir sind nicht blöd. Bis die Wurst gekauft haben, haben wir sie schon gefressen. Das hat man halt mit Mannheim verbunden, wenn man Joy Fleming gehört hat, ne? War gut von der Musik, gut von der Stimmung, war eigentlich immer eine angenehme Dame. Sie hatte Herz und Schnauze, jetzt aber liebevoll gemeint, ne? So ein kleiner Stern, der da untergegangen ist jetzt. Diese Frau wird mir im Herzen fehlen. Ja! Ach, wie schön! Ach, wie schön! Joy Fleming hat sich leider allzu oft unter Wert verkaufen müssen. Statt einer Weltkarriere, Platz 17 beim Europäischen Schlager Grand Prix 1975 in Stockholm. Ton schlecht, das Bild war schlecht, die Regie war schlecht. Wir hatten keinen Einfluss auf die Kleider. Ich musste den fürchterlichen Fummel anziehen. Ich war also wie so ein Grashüpfer. Stimmumfang, also diese Stimme an sich, sowas kriegt man, glaube ich, kein zweites Mal. Das wird, da wird niemand heranreichen können. Ich habe immer noch einen Umfang, stimmlichen Umfang von 3 Oktaven, fast 3,5. Ne, also das ist ja schon, ne, manche sind mit 30 schon tot, mit der Stimme meine ich. Tonight, tonight. Mein Lieber. Das merkt man auch an den Konzerten, bei den Leuten, beim Publikum. Wenn die heimgehen und sagen, Mensch, die Alte singt, das ist für mich das schönste Kompliment. Bis zum Schluss war Joy immer auf der Bühne. Solange man krabbeln kann, soll man es machen. Ne? Solange man fit ist im Hals, ist auch gut. Die kleine Wewe, die steckt immer weg. So war Joy Fleming. Und so behalten wir sie nicht nur in Mannheim in Erinnerung.